Wer rennt da vor? Ganz friedvoll und ganz gewaltvoll. Einfach Freunde. Wir werden sehen. Oh, let's go. Hello everyone out there, we are from Animal Rebellion and we are here since 5 o'clock in the morning blocking this street next to the Ministry of Food and Agriculture. Wir befinden uns vor dem Verkehrsministerium. Hier wird seit mehreren Jahren großes Unrecht produziert, insbesondere im Bau der A49. Ich bin heute hier, weil es nicht so weitergehen kann, wie es bisher gelaufen ist. Wir sind mitten in einer Klimakrise, die ignoriert wird. Die wird ignoriert von den Menschen, die die Politik machen, die entscheiden. Und die Tierindustrie schadet Tieren, heute Tiere massiv aus, sorgt für richtig krasse Gewalt und Leid und trägt eben auch total stark zur Klimakrise bei. I'm here because I am shit scared of the future, my personal future, and this is, I think, the most effective thing I can do. Wir sind heute hier, weil wir gegen die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen demonstrieren. Wir fordern die Regierung auf, sich an das Grundgesetz zu halten. Das Zeitfenster ist wirklich klein. Unser zerstörerischer und CO2-intensiver Lebensstil hat dafür gesorgt, dass überall auf der Welt schon massiv Ökosysteme zerstört werden. Wir haben heute den Fokus auf die Ministerien gelegt. Wir sind gestartet am Landwirtschaftsministerium. Da hat Animal Rebellion auch eine wirklich spektakuläre Aktion in den frühen Morgenstunden erfolgreich durchgeführt und den Fokus darauf gelegt, dass die Agrarindustrie ein großer Faktor in der Klimakrise ausmacht. Wir haben Frau Klöckner adressiert und die Verantwortung für den Erhalt und Schutz der deutschen Wälder unterstrichen. Was kommt noch die Woche? Morgen wird der Fokus auf Konzernen und Lobbygruppen liegen, denn die Verstrickungen von Konzern- und Lobbyinteressen und deutscher Politik ist mehr als offensichtlich. Und am Mittwoch wenden wir uns dann explizit an unsere Regierung und unsere Bundeskanzlerin. Denn die regierenden Parteien sind in der Verantwortung, auch gemäß des Artikels 20a unseres Grundgesetzes, die Lebensgrundlagen für die kommenden Generationen zu sichern. Weil wir haben keine Wahl. Der Klimawandel, die Klimakatastrophe wird uns alle irgendwann ereilen. Die einzige Wahl, die wir jetzt noch haben, ist, wann wir anfangen, gegen zu regulieren. Und ich möchte, dass wir sofort anfangen. Und deswegen sitze ich heute hier, um auch meinen Kindern wieder ins Gesicht gucken zu können und in den Spiegel.